Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, dass ein Geisterfahrer im Bereich der A49 unterwegs sei. Gegen 21.49 Uhr kam es dann in Fahrtrichtung Marburg, kurz hinter der Auffahrt Dortmund, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Dortmund fuhr aus bisher noch nicht geklärten Umständen auf der falschen Seite in Richtung Kassel. Ein 26-jähriger Mann aus Edermünde konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Falschfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der junge Mann aus Edermünde wurde ebenfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Kassel mit der Rettungsschere befreit werden. Er wurde von den Rettungskräften noch vor Ort versorgt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Er wurde zwar schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft Kassel forderte zur Ermittlung der Unfallursache einen Gutachter an. Die Autobahn A49 wurde bis ca. 24 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die A44 umgeleitet. Aufgrund der Baustelle mussten Autofahrer einen Umweg über Zierenberg in Kauf nehmen, da die Anschlussstelle Wilhelmshöhe derzeit gesperrt ist. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt.